Hallo und herzlich willkommen zur Folge 264 des Laufenden Decken Podcasts, eures österreichischen Lauf- und Trailrunning Podcasts, der euch jede Woche aufs Neue beglücken versucht. Und das versuchen dieses Mal der liebe Flo. Hi Floji. Hallo Peter, wie geht's dir? Servus und ich. Ja, geht so. Dazu kommen wir dann später nochmal. mir geht's ganz okay, zumindest nasentechnisch, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue, hast du dir heute einen Brennstreifen ins Gesicht gezaubert beim Laufen. Das kommt davon, wenn man in der Mittagspause laufen geht und die Sonne drauf ist. Ich bin schon gerügt worden, warum ich nicht genug eingeschmiert habe. Weil du hast zwei Kinder und hast sicher einen 50er oder 80er Schutz daheim oder irgend so einen Spaß. Ein 150er mindestens. Ja, die Leichenblasspartie. Oder du hast einfach eine Kappel aufsetzen können. Richtig, aber ich lenke bei der Videoaufnahme ab mit dem neuen tollen laufenden Decken-Kappel, das sich hoffentlich jeder hat. Und jetzt auch endlich bei mir, der laufenden Deckenhumpen. Ich habe wieder ein Problem, meine Big Waves sind aus, jetzt muss ich Mineralwasser daraus trinken. Es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest ein Humpen. Nehmt euch diesen Humpen, selbst das Mineralwasser schmeckt toll draus. Tja, so ist das. Wenn ihr das toll findet, was wir tun, könnt ihr uns natürlich erstens folgen, bewerten und Freunde zu informieren, dass sie das auch hören und uns diverse Sterne verteilen, überall, wo man Sterne verteilen kann. Und ihr könnt uns natürlich auf Patreon oder Steady auch Geld zuwerfen. Dann gibt es ab und zu auch eine neue schöne Brille. Oder wir können uns einfach nur diesen ganzen Spaß hier leisten. Tja, und den Rest von uns seht ihr auf Instagram oder auf Facebook. Und jetzt da starten wir eine, weil wir haben heute eine Multi-Bereichs- und Themenvielfaltsfolge wieder mal vorbereitet. Wir fangen einmal an mit dem, was war, weil in den letzten zwei Wochen ist relativ viel gewesen. Wir haben als großes Event gehabt den Zugspitz-Ultra vom Plan B und der ist weder bei UTMB noch sonst irgendwo, ist aber dieses Mal, das erste Mal, ist der Garmisch-Partenkirchen-Trail, wo so die zweitkürzeste Distanz, glaube ich, ist, Golden Trail National Series gewesen, was dann nochmal mehr Leute und nochmal ein höheres Elitefeld nach Garmisch-Partenkirchen gebracht hat. Aber du hast halt wirklich, obwohl es kein Qualifier für irgendwas ist, ein echt brutales Feld am Start und auch unheimlich gute Ergebnisse am Schluss gehabt. Kurz drüber gesprungen, am Langen Alexandre Pierre Emmanuel, Alexander Westenberger Zweiter, Marcel Höche Dritter, bei den Frauen die Esther Fellhofer gewonnen vor der Maria Burschke und der Juliane Brunes. Das ist nur der Lange. Die zweitlängste Distanz gewinnt die Ida Sophie Hegemann. Die nächste Distanz ist die Kimi Schreiber am Start, ist als Sven Koch gewinnt. Ruth Croft gewinnt. Also, da sind wirklich hochkarätigst besetzt. Und da merkt man dann auch wirklich, das ist ein Rennen, das steht auch außerhalb der Serien echt, echt gut da. Ich glaube, es ist einfach einer der Klassiker, die schlechthin im Trail-Bereich. Das war einer der ersten Rennen und auch einer der ersten, die sich irgendwie gegen dieses UTMB-Aufkommen, das UTMB-Ding, gestellt haben, weil sie auch damals auch dann Probleme hatten, weil sie ja Ultra im Namen hatten, also und der das UTMB getrademarkt hat. Und die haben ja dann Probleme gehabt und haben gesagt, sie wollen nicht mitmachen, sie steigen da aus. Und Plan B ist einfach, die machen einfach gute Events. Die Four Trails, wo ich auch schon war, oder der Transalpine Run, die sind einfach gut organisiert und da macht man definitiv nichts falsch. Und ja, glaube ich halt mittlerweile, dass die so einen Traditionsstatus haben oder einen Legendenstatus, dass die jetzt keine UTMB-Serie oder
weil sie haben es jetzt mit der Golden Ding Series da. Golden Trail National Series. Aber ich glaube nicht, dass sie es bräuchten, um quasi ihre Startplätze voll zu machen. Ich glaube, da ist wirklich in dem Fall dann Salomon, der zu einer hingegangen und gesagt, hey, das wäre doch cool, wird's nicht. Ja. Und der Heinrich Albrecht ist ja auch einer, der ganz klar sagt, sie machen einen Stiefel, so wie sie das wollen, wollen von keinem abhängig sein und sie zahlen zum Beispiel auch keine Starter. Also sie leisten sich jetzt nicht Profis, die sie einladen und sagen, hey, wenn du zu uns kommst, kriegst du ein Startgeld oder irgendwas in die Richtung. Finde ich gut. Cooler Lauf, sollte jeder mal gemacht haben. Der liebe Steffen, der liebe Basti haben dieses Jahr gemacht und gefinisht. Wohlgemerkt. Ich finde das wunderbare Zitat von Basti von 20 Stunden Laufen war im 17 Stunden schlecht. Ja. Ultralaufen macht nicht immer Spaß. Na. Und auch bei dem Rennen war das Wetter wieder mäßig und da hat hat Plan B oben eine Schleife eingebaut, die sie dann für die letzten weggekappt haben, wie das Wetter gekippt ist, so sehr, dass die trotzdem den Ziellauf haben können, obwohl es einfach mistig war. Auch eine gute Variante. Was ja noch war, neulich, sage ich jetzt einmal, waren diverse Skyruns und Korsamarsch und so weiter und so fort. Aber es war jetzt da auch das Broken Arrow Sky Race. Das war jetzt da, letztes Wochenende. Und das ist wieder also ein klassisches amerikanisches, also ein Klassiker im amerikanischen Bereich. Und da sind halt auch richtige, ja, Vollprofis am Start. Gewonnen hat nämlich die Joyce Nyero aus Kenia. Und auf der anderen Seite der Patrick Kipengeno. Und zweiter ist. Die haben gewonnen im Sky Race, also im Vertical, ja, falls du nicht dazu gesagt hast. Ach so, ja, nein, im Vertical. Und der Patrick Kipengeno ist ja jetzt der Führende in der Golden Trail World Series momentan. Er zielt jetzt auch darauf ab, dass er mit dem Maximum an Punkten zum Finale kommt. Also ich am Wochenende bei der On-Track Night, zu der wir ja auch noch kommen, mit seinem Trainer gesprochen, mit dem Thomas Kretschi, der gesagt hat, nein, er plant halt wirklich, dass er mit dem Punktemaximum beim Dings ankommt, damit nachher die Chancen halt, dass du die Golden Trail World Series gewinnst, möglichst hoch sind. Und da wird es dann wirklich spannend, wenn er jetzt das erste Mal dann mit dem Remy Bonnet zusammentrifft, wie es dann zwischen denen ausgeht, weil bis jetzt da hat er eigentlich ganz gut dominiert. Ja, und interessant war halt, dass hinter ihm zweiter ist der Jim Walmsley gekommen, der normalerweise ja nicht auf so einer Distanz unterwegs ist. Und der jetzt da in der Vorschau, jetzt dieses Wochenende ist der Western States startet. Es ist auch spannend, dass man an Vertical anreist, kurz vorm 100-Meiler. Ein bisschen Tune-up, ein bisschen die Beine wieder schärfen noch oder den letzten Schliff geben. Die Beine ist schärfen. Ist es nicht, das ist ja auch in dort, wo der Western State startet. Ja, ja. Ich glaube, es geht auf diesen ersten Escarpment oder sowas rauf, glaube ich. Es startet beides im gleichen Olympic Valley. Nur, genau. Es ist halt so, ja, und er ist jetzt ja offensichtlich auf Sieg gelaufen. Ja. Trainingsrennen war es wohl keins. Ja, aber wenn du Profi bist, ich meine, er ist 38 Minuten gelaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Seien wir sich ehrlich, eine Woche vor einem 100-Meiler, wenn der Jim Bromsley es nicht schafft, 38 Minuten ein bisschen Gas zu geben und sich dann ihn zu erholen, dann ist er kein Profi. Also, das, ja, ist ja schon. Das glaube ich jetzt muss nicht. Muss ja keiner mehr werden. Aber es waren, ohne jetzt auch die ganzen Namen zu kennen, es waren relativ viele junge, aufstrebende Amerikaner, die quasi wieder in die Trail-Szene davor gehen, weil es doch, glaube ich, das bedeutendste Rennen der Art quasi in Amerika ist. Und dort sich viele zeigen und auf einer großen Bühne sich präsentieren können, quasi in dieser Vertical und auch 23K hat es ja auch nicht ganz gegeben. Und 46, glaube ich.
Auch, 46. Ja, und 46 genau. Ist zum Beispiel der Adam Peterman Dritter geworden. Der hat keinen Lauf. Der hat bis letztes Jahr alles gewonnen, wo er antreten ist. Und jetzt da zum zweiten Mal hintereinander, ich meine, jetzt der Dritter und beim Canyon, Black Canyon, beim Canyons war er Vierter oder Fünfter, so irgendwas in die Richtung. Ja, aber trotzdem natürlich weit, weit vorne immer zu finden. Die Tony McCann hat auch gewonnen, also da waren, das war jetzt echt gut besetzt, das Ganze. Ja, und dann hat der Patrick Kipengeno hat ja dann auch noch den 23K gemacht. Und hat den auch gewonnen. Das mal aber vom Ellie Hemming, den man auch kennt, weil der ist bei der WM auch sehr gut unterwegs gewesen. Und der Philemon Kiriago ist Dritter geworden. Also das Team quasi, der Kenianer, ist jetzt da dorthin gefahren und hat quasi die dort abgeräumt mal und fahren jetzt da dann wieder retour nach den amerikanischen Rennen sozusagen. Auf alle Fälle sehr, sehr, sehr spannend, da, dass das jetzt da international gut besetzt ist nachher auch schon. Auf jeden Fall. Ja, soweit nach hinten geschaut. Nach hinten haben wir noch eine Geschichte, nämlich die On-Track-Night. Wir waren das erste Mal seit lang wieder mal gemeinsam auf einem Event. Und einer von uns ist gelaufen. Ich wollte gerade sagen, nur gemeinsam nur in Spirit, laufend nur ich. Irgendwie mag es nicht sein, dass wir gemeinsam laufen. Du warst du nicht schon einmal, weil wir haben ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, berichtet und das Interview geführt. Und ich glaube, letztes Jahr warst du, oder vorletztes Jahr, ich nagel mich nicht auf. Ich war 22, glaube ich, dort. Ich weiß, okay, was du meinst, und dort bin ich eine bis dahin Bestzeit auf die 5 Kilometer gelaufen. Allerdings damals auch aus dem Training heraus quasi. Ja. Aber da habe ich gewusst, der Wettbewerb ist geil. Da müssen wir wieder hin, und uns hat dankenswerterweise On wieder empfangen dort und uns ermöglicht, dass wir das mal wieder dort sind. Und es war geil. Es war wirklich geil. Also ein paar Tage davor wollte ich noch für mein letztes Tune-Up wollte ich quasi nochmal 800 Meter Intervalle ballern und haben gedacht, ach, ich arbeite nicht weiter, komm, lass weg, gehst du auf Platz, trainierst quasi dort, wo das Rennen stattfindet, damit du auch die Strecke wirklich ganz genau kennst. war aber dann nicht möglich, weil sie schon angefangen haben aufzubauen. Wer das Platz nicht kennt, es ist ein Rundkurs, es ist ein Bauen. Nur so. Ja, aber man muss auch dort alles kennen. Das Streckenwissen ist so wichtig. Mhm. Ist so wichtig. Nein, aber ich muss sagen, ich war ja das erste Mal dort, weil ich war die Jahre davor, konnte ich nicht. Und ich muss sagen, es war echt, also man hat Slatz ja fast nicht wiedererkannt. Also es war, eben wie du sagst, es ist eine Laufbahn, wo in der Mitte eben viel Wiese ist. Und sie haben quasi da irrsinnig viel aufgebaut mit so einer... Das ganze Infield ist voll gewesen. Genau. Genau, es war entspannend mit Essen und das, wie jeder, der das Interview damals gehört hat, war ja bewusst so, dass man dort ein Party-Feeling und dass man diese Track-Events quasi ein bisschen sexier, hipper, spannender machen will, als einfach nur simpel da im Kreis laufen, sondern da quasi ein Event draus machen will, wo man quasi mit der Familie, mit Freunden hingehen kann und auch Spaß und Party haben kann. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein wirklich, wirklich gut gelungen. Also es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Es war wirklich, wir waren halt also da gibt es ja dann verschiedene Rennen quasi, wo du quasi sagen musst, welche Zeit will ich laufen oder welche Zeit ungefähr. Also es gibt 5 Kilometer, 19 Minuten, 20 Minuten, 21 Minuten, 18, 17, so die bis, das bis ist jeweils ein eigenes runter, Rennen. Glaube ich, sind die, bis 15 sind die normalen Rennen quasi, wo du dich einfach anmelden kannst für wenig Geld. Kannst du auch mitlaufen und du hast Profi-Pacer oder richtig gute Pacer, die das auch schaffen, und sie haben dieses LED-Dings, das da mitläuft in der richtigen Pace, und dann haben sie noch schnellere, die nachher die Staatsmeisterschaften, die waren auch dort, plus WM-Limit und Olympia-Limit. Olympia-Limit. Und
es war natürlich jetzt dann, weil die das ist auch dann am Abend, so quasi um 7:30, so irgendwas in der Gegend. Und die unsere Rennen waren quasi um 3, 4 am Nachmittag. Da ist jetzt natürlich nur die nicht so viel los wie bei der Elite, aber es war doch viel los und man ist doch gepusht worden, muss ich sagen. Also ja. Ich war von dem Format und von dem, wie das aufgebaut worden ist und wie das organisiert worden ist, wirklich, wirklich begeistert. Also wirklich toll. Also ich habe mir fest vorgenommen, da wieder hinzugehen. Das Latz ist auch irgendwie ist relativ gut zu erreichen mit Öffis und mit Parkplatz und so, und weil ich ja doch von außerhalb komme. Also es finde ich optimal. Das Einzige, der Start hätte um 15.20 Uhr sein sollen. Ich glaube, gestartet bin ich irgendwie um 4, weil ich irgendwie mit der Zeitnehmung Probleme hatte. Das kann passieren. Dadurch, dass das ja quasi von der World Athletics oder im Rahmen der World Athletics stattfindet, haben sie da gewisse Vorgaben einhalten müssen. Deswegen haben sie nicht wahrscheinlich einfach so irgendwie Zeit nehmen können, sondern hat das irgendwie ein offizielles Protokoll sein haben müssen. Schätze ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis das quasi wieder in den Griff bekommen haben. Deswegen sind mein Rennen und das Rennen danach, also ich habe mich bei den Sub-19 angemeldet, was im Nachhinein keine gute Idee war. Und die 17er oder 18er. Nein, 18er waren noch dabei bei euch. Es war quasi ein Doppelrennen, damit sie da verdichtet haben, damit hinten raus waren sie dann wieder on time quasi. Ja. Was viel los war, ich habe mich bewusst nach hinten, weil ich habe gewusst, dass die 19 ziemlich ein Stretch sind. Meine Pace war bei, also meine Bestzeit liegt bei 18,58. Also da hätte ich persönliche Bestzeit laufen müssen. Ich hätte mich aber schon so unter 19:30 eingeschätzt. Und? Oder gehofft. Hast du geschafft? Nein. Oh. Ich habe sogar ein Megafon besorgt, dass ich die angeschrien habe und motiviert habe. Ich habe dir eh schon gesagt, welche Zeit ich gelaufen bin, oder? Was bist denn gelaufen? Ja, ich weiß es, aber der Rest weiß es nicht. Also, naja, fangen wir dann Dings an. Also es hat dann immer ein bisschen gedauert und dann kommt man so in den Startbereich, da kann man sich dann aufwärmen, und nachdem das alles offiziell ist, wird auch alles kontrolliert und Namen und ob du richtig gekleidet bist und ob du dann musst vorgehen. Dann haben sie jetzt zwar nicht bei uns gemacht, dann musst du normalerweise, gibt es ein Startrennfolge, das heißt, jeder muss sich einen bestimmten Platz hinstellen, und eben, das hat alles sehr offiziellen Charakter, und dann geht's los. Und ich muss ehrlich sagen, die ersten 2 Kilometer war ich relativ gut dabei. Also die ersten 2 Kilometer sind dann, wenn du 19:30 laufen willst, müsst du, glaube ich, eine 3:53 laufen oder so. Und ich war 10 Sekunden, glaube ich, 10, 11 Sekunden unter der 4-Minuten-Pace. Also so ungefähr in diesem 19:30er Bereich. Habe mich absichtlich ganz hinten angestellt, weil ich gewusst habe, okay, das Rennen, das mich angemeldet hat, war eigentlich eine Nummer zu groß. Ich hätte mich in der Sub-20 anmelden sollen. Nachdem ich aber irgendwo in der Mitte sein wollte, habe ich mir gedacht, riskiere ich jetzt ein bisschen was und schaue, dass ich vielleicht ein bisschen mehr geht, melde ich mich beim schnelleren Rennen an, oder nehme ich die sichere Variante und hätte mich beim Sub-20er, ich glaube im Nachhinein, dass mich die Sub-20er vielleicht ein bisschen mehr getragen hätte, weil ich dann im Endeffekt bin ich Vorletzter geworden. Egal. Ich habe aber dann relativ ab dem 2. Kilometer gemerkt, dass es nicht so einfach ist, weil es doch relativ heiß war, irgendwie relativ schwül, und die Hitze mir dann langsam aber stetig irgendwie so den letzten, also die Energie geraubt hat. Ich habe da noch nicht genau jetzt drauf geschaut, wie die Kilometerzeiten dann waren, aber ich bin halt dann deutlich langsamer geworden. Und haben wir dann eigentlich immer gedacht, das ist noch zumindest die Sub-20, das war so das Minimalziel, dass es dann irgendwie ausgeht, aber dann irgendwann, das war das Einzige, was komisch war, dass diese Zeit, also du hast immer, wenn du quasi beim Start von dieser Laufbahn ankommst, hast du Zeitnehmung gehabt. Und vielleicht war es mein Kopf, der nicht gescheit rechnen hat können, weil er quasi die Energie für anders verbraucht hat. Aber ich habe gewusst, ich bin halt borderline irgendwo an der Sub-20. Und bei der letzten Runde bilde ich mir zumindest ein, dass ich durchgelaufen bin bei 18:20, irgend sowas. Und dann macht okay, das ist relativ knackig für die Runde, aber ich habe halt noch echt gesprintet und habe halt gehofft, dass wenn ich nur einbiege und die Uhr sehe und sehe quasi, wie weit ich von der Sub-20 bin, ob mir das nicht möglicherweise noch irgendwie ein bisschen Energie gibt. Und habe echt nochmal gesprintet und was rausgeholt und drehe um und plötzlich steht da 17:45. Ich denke mal, ist letztlos, war das halt anscheinend die Siegerzeit oder die Zeit des Ersten. Ja. Und das habe ich dann schade gefunden, dass die Uhr nicht weitergelaufen ist,
und mir dementsprechend keine Motivation mehr gegeben hat, sondern irgendwie halt die Ziegerzeit stehen geblieben ist. Das heißt, ich eigentlich nicht gewusst, wo ich jetzt genau stehe. Im Endeffekt war ich eh davon, ich bin mit, offiziell mit 20, 25 ins Ziel gekommen. Das heißt, ich war eh deutlich davon entfernt, aber es war halt schwer, mit dieser Uhr da irgendwie sein Rennen zu steuern. Ja. Das war irgendwie, und ja, ich habe mich halt dann versucht, auf mein Gefühl zu verlassen, versucht halt irgendwie nach Gefühl zu laufen und mich nicht so sehr irgendwie mit Handgelenk schauen und so, und da haben wir gedacht, da hast eh die Uhr, und das war irgendwie schwierig. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die Sub-19 laufe, war eh unrealistisch. Ich habe schon von der Intervallheit, die ich gemacht habe, meiner 19:30 zugetraut. Ich glaube auch, dass ich Sub-20 definitiv geschafft hätte, wenn es nicht zu heiß gewesen wäre, weil es die Wochen davor bei den Intervallen, wo es gut gelaufen ist, eigentlich deutlich kühler war. Also das hat man schon irgendwie dann, ja. Und natürlich bin ich nicht mehr so fit, wie ich schon mal war. Aber es hat mir wahnsinnig getaugt, aber es war sehr geil. Und ich würde definitiv wieder hingehen und würde es definitiv jedem empfehlen, der irgendwie die Möglichkeit hat, dort hinzugehen. Und jetzt natürlich interessant, wie war es aus deiner Sicht? Du warst ja jetzt quasi nur Zuschauer. Wie hast das du gefunden? Naja, wenn man in die Ergebnislisten schauen würde, bin ich heute vor dir gewesen. Aber das liegt halt nur daran, dass meine Startnummer den Flo geschlagen hat, aber nicht ich, weil die Startnummer dankenswerterweise auch offiziell genehmigterweise der Matthias übernommen hat, weil ich nicht laufen habe können, weil ich nicht laufen darf momentan. Zu dem Thema kommen wir noch. Auf jeden Fall war ich dann halt dort und wusste, okay, das wird ein Cheering-Tag, und ich habe das bis jetzt noch nie gehabt bei so einem Event, dass ich wirklich nur als Cheerer dort war, bei so einem Event, bei anderen schon. Ja, und dann bin ich halt mit allem hin, was ich so mitnehmen habe können, an Megafon und Anfeuerungsgewerk. Und dann haben wir halt diverse Läufer drauf und andere Leute angefeuert haben, und das war halt ziemlich cool, weil du hast eben diese ganzen Essenstände und du hast diese Cheering-Tunnel gehabt, wo du halt auch wirklich Stimmung machen hast können, und hast dann auch gesehen, wie schnell das die Leute sind, nicht nur auf die 5000, sondern auf die 800 und auf die 3000 Hindernis. Und da waren ja dann auch wirklich am Schluss hin, am Anfang siehst du halt, wie die Leute ihre eigenen Bestzeiten laufen und sie richtig, richtig bemühen und das auch schaffen und das total geil ist. Und bei jedem Rennen wird das Tempo schneller, und bei jedem Rennen denkst du, okay, puh, das ist jetzt schon schnell. Und beim nächsten Rennen denkst du, puh, Dottel, das ist jetzt aber wirklich schnell. Und dann sind die kurzen, also die 800 und 3000 Hindernis, und dann kommen halt die wirklich schnellen, und das ist halt nachher einfach nur noch brutal. Also bei der Hindernisgeschichte, wenn ich mich nicht täusche, haben sie Olympianorm gelaufen, dann irgendwie 800 Meter, genau, in beiden 800 Meter Läufen ist das Olympialimit gefallen, und dann auf die 5000 Meter, bei den ganz, ganz, ganz schnellen nachher, sind die ersten drei unter Olympia-Limit gelaufen, und der erste mit, was war das, 12:59:19, also Sub-13 auf 5 Kilometer, und der dritte hat genau das Limit nachher mit 13:05 gelaufen, also wirklich arg schnelle Zeiten, auch österreichisches Spitzenfeld am Start. Der Sebastian Frey hat die Staatsmeisterschaft gewonnen vorm Andi Walter, der, ich sage mal, das Feld von hinten kontrolliert hat am Anfang und dann doch noch den Kevin Kamenschak über sprintet hat quasi, und hat dann irgendwie dann, ich glaube, bei 3 Kilometer oder so hat er einbockt. Der ist nämlich relativ weit vorn gelaufen und wirklich gut gelaufen, und dem ist hinten raus, glaube ich, auch dann das Ganze einfach zu Hass gewesen, und der hat ein bisschen gestruggelt, ist aber trotzdem gut Dritter geworden. Und du hast dann halt auch wirklich Spaß beim Anfeiern und sagst, das willst du geben, und du siehst einmal ein Hindernisrennen zum Beispiel ganz von der Nähe, weil du stehst 1,5 Meter neben, und nicht wie das in einem Stadion oder im Fernsehen ist, wo du einfach ewig weit weg bist, sondern du stehst
neben dem Wassergraben auf. Also du stehst so neben, dass du nass wirst davon. Und das ist dann schon ziemlich geil. Und das macht, glaube ich, die Wettkämpfer viel Spaß, aber das macht dir selber halt auch viel Spaß. Und das, ich glaube, dass das Format halt einfach extrem viel Zukunft hat, weil es einfach super, super spannend ist und sie auch bemühen, dass dann wirklich rundherum ein bisschen Party-Feeling ist und auf die Nacht, nach der Siegerung und so, gibt's dann noch DJ und Party und so weiter. Also richtig, richtig cooles Zeug. Da hat der Christoph Sander echt was aus dem Hut gezaubert in den letzten, ich glaube, 8 Jahren. Ich glaube, es war die 8. Austragung. Und ja. Ja. Muss ich, dem kann ich nur vollends zustimmen. Also das macht Track laufen oder das 5000 Meter Lauf einfach sexy und das macht Spaß und das ist, du sagst, es ist auch als Läufer, wenn du hast am Start und quasi bei auf der anderen Seite von der Längsgeraden hast du eben Tunnel. Und Dings und da stehen die Zuschauer und da wirst du gepusht und irgendeiner hat mich dann sogar mit so Wasserdings ein bisschen abgespritzt, um mich abzukühlen und so. Also das ist echt, echt lustig. Und dann stehst du halt mit deinen Brillen da und schreist mir irgendwas ins Mikrofon entgegen. Das war eher fast ein bisschen unangenehm, weil du laut geschrien hast und mir ins Ohr reingeschrien hast. Sei es wie sei. Du hast es nur gut gemeint. Aber in dem Moment habe ich gedacht, da muss das sein. Ich hab sogar Scooter durchs Megafon beschallt. Alles haben wir ausgepackt, damit die Siegerzeiten fallen. Richtig, richtig cool. Ja, richtig. Also definitiv, da bin ich wieder dabei. Da will ich wieder dabei sein. Yep. Und auch, was ich nachher dann gesehen habe, der Starter-Sackerl, wirklich bueno. So eine armloses Label von On, so eine Soft Flask von On, On gebrandet, ja, noch zwei, drei Sachen. Also Kappel. wirklich geile Sachen. Kappel, genau, ein Kappel. Ja, und das Sackerl selber ist auch so zusammen, wie nennt man diese Dinger, diese Zusammenrollbags, die man sie am Rücken. Ja, genau. So diese Urban Rucksack Dingsbums. Teile. Ja, es ist es ist, glaube ich, gut, wenn es so für Dropback oder für ich gehe zum Rennen hin und haue mir halt irgendwie ein bisschen Quant rein und so ein Zeug. Genau. Also das ist echt gut. Hat auch meinem Sohn gefallen, als ich das auspackt habe und die ganzen Sachen rausgenommen habe. Also auch Kinder geeignet. zwei laufende Decken, Daumen nach oben. Ja. Was wir jetzt aus der Vergangenheit mit in die Zukunft nehmen können, ist dieses Wochenende, ich habe schon gesagt, Western States steht wieder mal an und Jim Walmsley steht wieder mal an beim Western States. Katie Scheidt steht an, Emily Hawkwood steht an. Also wirklich wieder Top-Feld wie jedes Jahr, ich meine, Western States halt. Dakota Jones, Robert Reinal, also eigentlich braucht es wurscht, wo du da oben einmal schaust. Ja, es sind halt Leute Top 10 und die ganzen Golden Ticket Leute. Da ist halt echt das Who is Who. Ist auch wieder dort. Der Kowalczyk ist auch wieder dort. Ja, genau, der ist wieder am Start. Die Sally McRae ist am Start, die letztes Jahr sehr zu empfehlende Videofolge, haben wir schon mal gesagt. Die Triple Crown auf 200s gemacht hat und dann noch einen vierten dazu, also vier 200 Meiler in einem Jahr. Ja. Und apropos Western States, wenn du jetzt nicht noch einen Namen droppen willst, sie haben jetzt auch diese Woche veröffentlicht die Golden Ticket Races für nächstes Jahr. Und zwar haben sie jetzt ein Rennen weniger, aber dafür in einem Rennen, dass du die ersten drei Golden Tickets bekommen. Es ist, ich habe das nicht vor, aber ich muss das auswählen. Es ist der CCC, es ist der Canyons, es sind quasi die gleichen, es sind zwei in Amerika, zwei in Europa, einen in Asien. Es ist der Kärnte dabei, das ist der einzige, der neueste, der Kärnte bei UTMB. Der Javelina ist, glaube ich, dabei, ist noch Nordamerika. Ich habe mich heute die Rennen Info dazu reingezogen. Mhm.
wir können es noch irgendwie nachliefern, aber sie haben sich, sie haben das heute, sie haben das irgendwie die Woche oder letzte Woche haben sie es irgendwie bekannt gemacht. Also da kann man sich den Podcast vom Debo anhören, den Free Trail Podcast, wo er mit Greg Fonsley darüber spricht und erklärt, warum und wieso und was quasi ihr Gedankengang dahinter war, weil die sind ja alle im Western States Board tätig und sind da quasi die Entscheidungsträger, die das quasi entscheiden, haben es quasi jetzt schon für 2025 bekannt gegeben. Was auch witzig ist, wir haben ja mit dem Chris gesprochen, also dem Gründer von Willpower, und der ist ja mit einem Ticket zum Western States gekommen und auch ins Ziel gekommen und hat ein Buch geschrieben darüber. Tolles Buch, by the way. Auf alle Fälle, auch in diesem Jahr sind wieder etliche Leute drinnen, die mit einem Ticket gezogen wurden, so 7, 8, 10 Leute. Und dann davor und danach so 64 Tickets, 128 Tickets und dazwischen so einer, eins. Ich hab's einmal probiert, zack. Japan und gezogen, London. Na gut, dann fliegen wir halt hin. Also, das ist nix. Also wer das machen will, sollte sich auch halt mit an reinschmeißen, um dort mitlaufen zu können. Und der Harvey Lewis ist auch am Start, der ja der Rekordhalter beim Backyard Ultra ist. Und wird auch mitlaufen. Und da sind wir schon sehr gespannt. Ja, apropos Backyard, Anfang August, Korneuburg. Hätten wir das auch erwähnt. Korneuburg-Job. Ja. Was noch dieses Wochenende stattfinden wird, ist ein Rennen, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich der Lavaredo, den ja ich schon mit dem lieben Basti finishen durfte und eines der schönsten Ultraläufe war, die ich gemacht habe, landschaftlich wie begleiterisch. Mit einem der schönsten Bastis. Mit einem der schönsten Bastis. Und kannst du uns da erzählen, wer da aller teilnimmt? Oh ja. Kann ich. Ich fange an auf der langen Strecke. Und auf der langen Strecke ist halt dort wieder so, die Top 10 unten, bei den Top 10 bist du bei 878 ITRA-Punkten. Also das ist halt wieder so ein absolutes Topfeld. Ganz oben Tom Evans, Andreas Reiterer, Thibaut Garavier, Hannes Namberger, der Jean-Philippe Tschumi, Paul Capel, Jonas Russi, also das ist wirklich ein ja, es ist im Endeffekt so ein Who is Who wieder einmal. Also du hast einen großen Blob an Topläufern beim Western States und den zweiten großen Blob hast du beim Lavaredo jetzt da das Wochenende. Die können sie quasi nicht ausweichen, weil entweder du hast dort Superfeld oder da auf Superfeld, suchst du aus. Bei der Damenseite dasselbe in Blassrosa. Du hast die Rosana Buchauer am Start. Du hast die Fiona Porte am Start. Du hast auf den ein bisschen kürzeren Strecken, weil das war jetzt der 120er, du hast auf den 80er Strecken hast du auf der Damenseite jetzt dann nicht die wahnsinnig Bekannten, die Katrin Götz kennt man zum Beispiel, die Lena Laukner kennt man zum Beispiel, die Christina Tscherner kennt man, die Lisa Wimmer ist am Start, also das ist also aus österreich-deutscher Sicht ganz gut besetzt da bei den ersten oben. Der Jordi Gamito ist wieder am Start auf der 80er Distanz, der hat beim letztjährigen Gegut ist er zweiter geworden, zweiter oder dritter. Weiß ich nicht. Top 3. Also du hast wirklich, wirklich gute Leute am Start und das halt Daniel Battis war jetzt da bei der EM unterwegs und auch davor sehr, sehr gut unterwegs. Der ist auf dem 50er unterwegs. Thomas Wanninger am 50er unterwegs. Also zahlt sich auf jeden Fall aus. UTMB-Rennen, man kann es wieder mitverfolgen. Ich habe noch nicht hundertprozentig rausgefunden, wie es mit Livestreams ausschaut. Aber das können wir sicher noch
nachliefern auf diversen Social Media Kanälen, dann werden wir es wissen. Auf alle Fälle 28. bis 29. Juni das Ganze. Super, super Sache, wirklich tolles Rennen, die Trazinen, atemberaubend. Also eine große Empfehlung nach der anderen. Man kann zuerst irgendwie die Tracknet machen für die kurzen Distanzen und sich dort irgendwie verausgaben und dann ab zum Lavaredo und lange Nächte genießen. Aber das ist ja nicht das einzige Rennen, was stattfindet. Es gibt ja noch auf österreichischer Seite eines, wo wer dann nicht beim Western States will und wer nicht beim Lavaredo will, der will wo, Peter? Stubai Ultra Trail, der findet nämlich auch gleichzeitig statt. Und wer sich jetzt denkt, haha, die Guten sind ja entweder hüben oder drüben, ja, aber sind auch durten, weil auch beim Stubai Ultra Trail zwei Strecken, die so bekannt sind, das ist der K67 und der 31er. Es gibt dann noch 18 und 8 auch noch und einen, der so ein bisschen auf der Seite ist, der K15, glaube ich. Jedenfalls der Ultra mit 67. Auch hier hast du einen Christian Stern am Start. Auch hier hast du einen Alexander Hutter am Start. Und das musst halt auch einmal biegen. Also auch da wird es jetzt nicht leicht sein, wenn du um die ersten Plätze mitreden willst. Aber ein super, super schöner Lauf ist ziemlich sicher gut aufgezogen, ist nämlich ein Plan B-Event. Es ist auch die Sandra die Sandra von Plan B am Start. Es tut mir leid, Sandra. Ich kann den Namen normalerweise echt gut aussprechen und jetzt geht es nicht aus. Also probiere es jetzt auch nicht weiter. Schade. Jedenfalls, auch da sind gute Leute am Start und es gibt wahrscheinlich noch Nachmeldungsmöglichkeit am Tag. Das heißt, wenn man in der Nähe ist und denkt, jo, da kann ich, an 67er kann ich schnell mehr laufen oder den 31er, geht's hin, vielleicht gibt es eine Nachmittagschance. Genauso wie bei einem Lauf, wenn du sagst, ja, das ist Stube, das ist ja auch weit weg, ich bin in Deutschland und ich weiß nicht, da komme ich nicht hin. Dann meldet sich zum Beispiel in Baden-Württemberg bei den Weinheim-Trails an. Die sind in Baden-Württemberg, ist jetzt da nicht super lang, kann man auch spontan machen. Da gibt es eine 44er Ultradistanz, unter Anführungszeichen, eine lange Strecke mit 24 und dann Unterdistanzen auch noch. Kostet nicht viel. Da hat letztes Jahr ein gewisser, wie hat der geheißen? Pierre Alexandre, der hat das ja beim ZUT gewonnen. Also das ist zum Beispiel also ein Step-Up-Bewerb. Gewinnt's heuer dort, dann fahrt's nächstes Jahr zum ZUT, gewinnt's den nächsten. Das macht man dann so. Beim Fußball sagt man, gewisse Ligen sind Ausbildungsligen und das ist einfach ein Ausbildungsrennen. Genau. Und wenn man das gut hinkriegt, dann kann man nächstes Jahr sagen, so, ich habe einfach den gleichen Weg beschritten. Findet man unter weinheimtrails.de. Schaut euch das einmal an. Wenn ihr, vor allem aus der Gegensatz, schaut es halt einfach hin. Auch da kann man sich online, kann man sich vor Ort nachmelden. Und einen habe ich noch, wo man sich auch nachmelden kann, weil die Online-Anmeldung ist auch zu, jetzt da. Aber das Ganze ist erst nächste Woche und das ist nämlich der Glockner Mountain Run. Du kannst dich wahrscheinlich jetzt nicht mehr fürs World Cup Rennen anmelden im Berglauf, aber du kannst dich zumindest für den normalen Mountain Run anmelden. Die haben fast 1000 Meldungen jetzt da schon. Aber der Lauf ist sehr zu empfehlen. 12 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Richtig cooler Lauf, cooler Start, cooles Ziel. Am Vortag dieser Ausscheidungslauf, wo man zuschauen kann. Also ich war letztes Jahr dort und habe mir das angeschaut. Wirklich, wirklich empfehlenswert und braucht nicht viel Vorbereitung. Wenn du 12 Kilometer und Höhenmeter laufen kannst, brauchst du keinen Rucksack packen, weil du hast alles dort vor Ort. So. Es gibt Menschen, die können eben 12 Kilometer mit irgendwie Höhenmeter laufen. Es gibt aber auch Menschen wie du, die könnten das vielleicht theoretisch, sollen es aber nicht. Und die haben sich endlich einmal von wem sagen lassen, dass er die Füße stillhalten soll. Das Ganze kann man
ist als Folge 263 ja. zu hören. Wie geht's denn seitdem, Peter? Naja, seit der Aufzeichnung von der Folge 263 bis heute sind 3 Wochen vergangen. Und ich darf jetzt da mittlerweile 7 Minuten barfuß im Hof auf und ablaufen. Mit einer Haltung, die ich einnehmen, also die man einnimmt, wenn man so 18 km/h schnell läuft. Dabei darf ich aber ungefähr 8 km/h schnell laufen. Das ist wie, es gibt so dieses super langsame Schattenboxen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Oder dieses Qigong oder Feng Shui, ist keine Ahnung, also nicht despektierlich irgendwem gegenüber, aber im Endeffekt, es gibt so irgendwas, wo man halt einfach, das schaut aus wie die langsamste Fluglotsenschule der Welt. Und ungefähr so fühle ich mich nachher beim Laufen, weil ich quasi die Bewegung mache von Intervalltraining bei sehr langsamem Tempo. Das schaut einfach super dumm aus. Und das darf ich ein paar Minuten lang machen. Fairerweise, wenn du laufst, schaut es immer dumm aus. Aber das ist richtig. Das liegt aber am Gesicht und nicht an der Haltung. Naja, es ist auch die Haltung. Nicht nur das Gesicht. Okay. Jedenfalls ist es dafür da, dass sich meine Plantarfaszie, die halt sehr viel Zug drauf hat und sehr viel Zug ausübt auf das Knochenmark mit dem, dass die sie, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die geschmeidiger wird und mehr Elastizität hat, ohne zu viel zu überlasten. Also nur ein bisschen, weil wenn man nämlich gar nichts machen würde, dann würde sie das noch weiter zusammenziehen und dann hast du zwar vielleicht irgendwann den Schmerz weg, aber sobald du anfängst, hast du natürlich wieder vollen Zug drauf und das wäre dann wieder blöd. Ja, und alles, was ich so in Richtung Ausdauer, sage ich jetzt, da machen kann, ist halt dann wieder Radl fahren. Und dann darf ich noch mal ein paar Minuten laufen. Und das ist das Maximum, was ich gerade machen darf. Und es tut trotzdem weh. Vielleicht ein bisschen weniger möglich. Das ändert sich jeden Tag. Manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich würde jetzt nicht einmal groß raunzen, weil ich kann es jetzt eh nicht ändern. Und es ist jetzt momentan so der Last Exit, weil im Endeffekt niemandem mehr was anderes einfällt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich versuche den Weg jetzt da durchzuziehen und auch wirklich das zu tun, was mir gesagt wird. Es macht aber keinen Spaß. Also es macht weder das nur ein paar Minuten vor sich hinlaufen Spaß, noch macht es Spaß, das durchzuziehen, weil es sind schon 2, 3, 7 Momente dabei, wo die Motivation überhaupt laufen zum Gehen oder sich damit zu beschäftigen enden wollend ist. Verständlich. Ich glaube, das ist das relativ normale Prozedere, wenn man verletzt ist, dass einem irgendwann einmal am Senkel geht, dass es zwar das ist, was man tun muss und dass man Geduld haben muss, weil der Körper einfach nicht von jetzt auf morgen sich so strukturell ändert. Aber es ist halt das Einzige und ja, man kann, also ich verstehe das voll und ganz, weil ich die auch schon mit längeren Verletzungen einmal herumgetan und das hat bei mir zwar jetzt dann nur ein Jahr gedauert, aber da gibt es halt auch Momente, wo du denkst, ist das alles noch irgendwie wert, wenn du einfach Ruhe gibst, hört es auch irgendwann auf. Ich kann da was sagen, wenn man wieder am anderen Ende des Tunnels ist, es zahlt sich aus, ob dir das jetzt was bringt oder wie sehr dich das jetzt motiviert. Ah. Weiß ich nicht. Das kann ich da sagen. Es ist doch wurscht, ich weiß. Nein, ja, weil natürlich habe ich mit diesen Gedanken versucht, über Wasser zu halten, beim Aquajoggen zum Beispiel. Ich habe es versucht, mit einfach grantig sein gegenüber dem Aquajoggen. Ich habe versucht zu sagen, okay, zieh's durch, das wird schon was werden, mach halt was anderes. Aber es sind halt irgendwann, kommt es halt auch im Kopf an und du, ja, und dann zweifelst du halt daran. Irgendwann ist auch dein Durchhaltevermögen oder deine Zielstrebigkeit am Limit, dass du einfach sagst,
wofür? Und das verstehe ich voll und ganz. Verstehe ich voll und ganz. Also wie gesagt, was ich nur vielleicht an deiner Stelle anders machen würde. Also ich würde mir, ich meine, bei mir ist das Problem, ich habe die Zeit nicht, aber du hättest ja theoretisch jetzt auch ein bisschen Zeit, dich irgendwie länger draußen zu bewegen, darfst aber nicht. Aber du darfst ja Rad fahren. Also wenn du mich fragst, hätte ich an deiner Stelle das irgendwie mehr versucht und nicht quasi jetzt immer nur das drinnen, also auch, weil es manchmal mit Beruf und ich verstehe schon, du schiebst das irgendwo zwischendurch und ich weiß ja, wie du bist mit 17 Dingen gleichzeitig und alles. Aber also zum Beispiel, du kannst all die Trails, die meisten kannst du auch mit einem Radl irgendwie fahren. Ob du dir nicht vielleicht so versuchst, ich meine, gut, du bist, dass dir trainieren nicht Spaß gemacht, das ist vielleicht auch noch ein Problem, aber wir haben es ja, weil wir den Chris von Willpower, weil du den erwähnt hast, der ja jetzt quasi auch verletzt ist und der quasi auch Rad von seiner Ersatzdroge nimmt. Er auch sagt quasi, dass nicht dasselbe ist, aber er quasi so ein bisschen seinem Bedürfnis nach draußen und bewegen und irgendwie trainieren und so stillt. Vielleicht, dass du das irgendwie machst, um dir wieder ein bisschen neue Impulse zu, weil wenn du derzeit das Einzige, was du machst, ist, du laufst im Hof auf und ab bei dir. Und du sitzt bei dir in deinem Kammerl und radelst deppert auf der Rolle herum vor Zwift, dass das irgendwie von der Sexiness enden wollend ist, ist auch sehr verständlich. Wenn du aber jetzt einmal vielleicht dein Radl wieder schnappst oder was weiß ich und rausfährst und irgendwie im Biesenberg rauffährst oder der irgendwie, weiß ich nicht, Burg Kreuzenstein oder irgendwie sowas wieder machst, vielleicht gibt dir das wieder ein bisschen mehr neue Impulse als das, was du jetzt die ganze Zeit machst und lenkt dich ein bisschen davon ab, dass nicht mehr so weit kommst, wie es derzeit kommst oder wie du schon mal kommen bist. Ja. Oder du machst diesen Peter-Strick, du meldest dich zum Radlrennen an. Zum Sprintradlrennen. Auch das habe ich heute schon mal gehört vom Schinder von Biesenberg, vom lieben Christoph, der gesagt hat, er wundert eh, dass ich noch bei keinem Radmarathon angemeldet bin, weil das wäre so ein Klassiker von mir. Hey. Also ich hätte an deiner Stelle, ich hätte viel mehr ins Radlfahren investiert und mir dort versucht, meinen Bewegungsdrang irgendwie zu holen und mein Ding irgendwie zu holen. Ich habe keinen Bewegungsdrang? Naja, aber... Ich bin auch mit Essen und Bier fein. Aber grundsätzlich wäre halt Laufen geil gewesen. Weil Events und Berg und dann mach das selber mit dem Radl einfach. Solange du es nicht kannst. Also, das hätte ich an deiner Stelle fix gemacht. Ja, schauen wir mal. Es ist nicht so, dass ich jetzt da gleich alles über den Haufen tritt, aber ja. Es ist normal. Auch nicht so einfach immer und lustig. So ist es halt. Aber I keep you updated. Hilft ja nichts. Richtig, hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Apropos hilft ja nichts, weil wenn an irgendwann die Energie ausgeht, kann es ja sein, dass es gar nicht so daran liegt, dass man einfach sich schlecht verpflegt hat oder irgendwas schlecht macht. Es könnte auch sein, dass man einfach das falsche Zeug nimmt, das vielleicht dann nicht das hält, was es verspricht. Und das wurde in den letzten Wochen der Länge und der Breite nachher diskutiert. Es geht um Spring Energy, die ganz offensichtlich nicht das in die Sackerl, die sie um wohlfeiles Geld anbieten, nämlich um schlanke 4,60 Euro, glaube ich, am Schluss, pro Sackerl, nicht pro Großpackung, sondern pro Sackerl. Sie haben einfach gesagt, hey, da sind so und so viel Kohlenhydrate drinnen und es war dann irgendwie ein Drittel. Um das Ganze nochmal aufzurollen, das hat sich ja jetzt quasi über die letzten Wochen schon, ist das immer in der Trail-Welt hochgepoppt. Angefangen hat das mit einem Reddit-User, der initial irgendwie gemeint hat, dass er irgendwie nicht glaubt, dass das, was da auf der Verpackung oben steht, auch das ist, was drinnen ist. Also dem ist es irgendwie komisch vorgekommen. Und basierend auf dem hat es dann anscheinend Tests gegeben und Untersuchungen und da hat sich herausgestellt, dass dem nicht so ist. Es handelt sich da um diese Spring Energy Awesome Sauce.
Und sie soll angeblich signifikant weniger Kalorien und Kohlenhydrate beinhalten, als auf der Verpackung oben steht. Das ist von einem Labors und so, ja. Lab irgendwie getestet worden und bestätigt worden. Was ich auch nicht wusste, was sehr interessant ist, in Amerika zumindest die FDA, das ist ja die Food and Drug Administration, irgendwie, die quasi für Lebensmittelsicherheit zuständig ist, erlaubt quasi eine 20-prozentige Varianz im eigentlichen Produkt zu dem, was quasi oben steht. Und Spring Energy mit Awesome Sauce war quasi außerhalb dieser Varianz. Sie haben dann in dem Zuge auch noch andere Produkte getestet von 7 verschiedenen Marken und die waren innerhalb dieser 20%. Das wird sich wahrscheinlich ergeben darauf, dass es irgendwie dass mit Lebensmitteln handelt und wenn man jetzt natürliche Produkte, so wie Spring Energy das ja behauptet, reintut, ist ein Apfel hat nicht immer gleich viel Kohlenhydrate oder Kalorien, genau, wie der nächste Apfel, also ist das natürlich eine gewisse Varianz da, ist logisch, und aber solange das sich unter 20% ist das quasi in Ordnung. Spring Energy war da halt weit drüber. Und ja, wie du sagst, die Dinge sind nicht billig und sie haben sich ja immer das recht hochgehalten, dass sie quasi natürlich sind und dass sie so super sind. Und wir haben sie auch ausprobiert, also sie schmecken jetzt mit gut und sie haben gewirkt. Ich meine, uns ist jetzt nicht aufgefallen, dass da so viel weniger drin ist, aber hey, woher sollen, so wie das quasi wissen. Und was im Zuge, was hat lang auf sich warten lassen, war eine Reaktion von Spring Energy. Ja. Die haben sie dann aber irgendwann einmal gebracht und sie haben quasi, ihr Statement ist quasi, dass sie eine kleine Firma sind, dass sie quasi nur, was ich auch nicht gewusst habe, sind anscheinend 10 Leute, die da quasi arbeiten für Spring Energy. Und das ist quasi eine Inconsistency in einzelnen Batches dieser Awesome Sauce ist. Also sie, so wie ich, wenn ich das richtig verstehe, das ist jetzt kein grundsätzliches Ding, dass sie quasi wissentlich da weniger reingetan haben, als draufsteht oder das irgendwie Ding ist, sondern es gab anscheinend, so behaupten sie, das Problem war, dass es Unterschiede in der Kochmethode gegeben hat für den Reis und diese Apfelsauce. Und die haben dazu geführt, dass quasi das Ergebnis overly diluted war, also dass es mehr Wasser drin war, quasi flüssiger war, als es eigentlich hätte sein sollen. Und das führt natürlich dazu, dass weniger Kalorien drinnen sind und dementsprechend auch weniger Kohlenhydrate. Sie haben anscheinend dieses Problem identifiziert, sie haben Veränderungen vorgenommen und arbeiten daran quasi, das Inventory auszutauschen. Ja. Ja. Also ganz ehrlich, ja, hätte ich jetzt auch geschrieben, wenn ich sie bin, argumentiere ich auch so, wenn jetzt der diverseste User aus Amerika, es hat auf eigenes Betreiben hin als Sporthunger, also die Jungs von Sporthunger, die dann nachher quasi aktiv das gesagt haben, ihre Kunden, und gesagt haben, hey, so und so und so schaut es aus, weit bevor die Antwort jetzt von Spring Energy Server gekommen ist, obwohl das nicht einer Job ist, quasi als Händler, aber sie einfach aus ihrer Verantwortung heraus gemacht haben. Auch die haben es testen lassen, also es haben diverseste Menschen verschiedenst testen lassen und dass die alle zufällig in der gleichen Charge oder in den Chargen drinnen waren, ja, möglich, aber es war offenbar kein einziger Test, so wie es angegeben war. Und das ist halt dann eher zweifelhaft. Ich sage einmal zweifelhaft. Jedenfalls war es ja nicht einmal das einzige Produkt, wo die Angaben nicht passt haben, sondern es waren noch 2, 3 andere. Und jetzt erkennt man sagen, okay, was ist das Problem? Manche haben ja gesagt, ja, tut euch nichts an, das ist ja bei anderen Produkten auch so. Aber es gibt ein Problem damit. Problem A ist, ich kaufe ein Produkt, da steht drauf, was drinnen ist, und ich verlasse mich drauf, was drinnen ist. Nämlich in der Mengenangabe. Ich kaufe mir ja nicht, ich weiß es nicht, irgendwas anderes, ein Lebensmittel, und ja, dann können sie alles mögliche aufschreiben. Dann schreiben sie auf wie, ja, random Zeug, Aroma, yeah, und wurscht. Und das will ich halt nicht. Das heißt, wenn ich schon viel Geld ausgib, dann möchte ich bitte, bitte auch das haben, was drin ist. Auch wenn es bei mir keinen Unterschied macht. Wenn es jetzt um Performance geht und ich
takte meine Nahrungsaufnahme auf, ich möchte 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen und das sind dann zwei von diesen Gels und das mache ich dann auch und das hab, ich habe sie versucht irgendwie beim Mozart letztes Jahr auch so hinzukriegen und es geht da die Energie irgendwann aus. Ich meine, bei mir war es das nicht, sondern mir war es einfach zu dick und ich habe nachher verwechseln müssen, aber wenn Leute das machen und es geht ihnen dann die Energie bei dem einen oder anderen Rennen aus, weil sie halt auf volle Kanne arbeiten, dann ist das uncool. Dann ist das was, das ist nicht geil. Das macht man einfach nicht. Das ist wie wenn es, weiß ich nicht, ja, irgendwie sonst irgendwas manipulierst. Das, ja. Auf alle Fälle, da müssen sie was tun und müssen jetzt extrem viel nacharbeiten, dass wieder irgendjemand einer irgendwas abkauft oder einer vertraut. Weil, du sagst es richtig, weil das Problem ist jetzt natürlich, dass das Vertrauen jetzt einmal flöten ist, weil es war eben nicht nur die Spring Energy aus und es ist natürlich, also sie sagen, es waren halt in diversen Patches und das Ding und, aber wie du sagst, wenn halt jetzt auch jeder Test, der getestet wurde, irgendwie außerhalb dieser 20% ist, dann, ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie es absichtlich getan haben, aber dann ist es ein grundsätzlicheres Problem, sagen wir mal so. Ich will jetzt keine wirklich Mutwilligkeit unterstellen, aber es ist dann schon eher, dass es ein großes Problem ist. Und ja, sie sind vielleicht eine kleine Firma, die für die das vielleicht zu viel war, die auch nicht die notwendigen Prozesse hatten, um das quasi sicherzustellen. Von der Qualitätssicherungsseite her muss da was gefehlt haben, weil das sind die Basics, die einfach stimmen müssen. Weil wie du sagst, wenn da Sportler quasi ihr Nahrungskonzept auf dem aufbauen, verlasst er sich drauf, dass da steht, dass sie in Hausnummer 45 Gramm drinnen. Und dann wundert er sich, warum der Energieausgeber eh seine zwei Gels nimmt, ergo 90 Gramm und trotzdem kein Ding hat. Das ist ärgerlich. Das sind so Dinge, über die habe ich immer persönlich ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, dass da möglicherweise nicht das Richtige draufsteht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass das um 20% abweichen kann. Und es trotzdem quasi noch okay ist, was eh logisch ist, aber das war mir auch ehrlich gesagt nicht bewusst. Aber es wird natürlich spannend zu sein, wie sie es wieder schaffen, dieses Vertrauen aufzubauen, auch weil sie halt, wie das bekannt worden sind, halt lange Zeit gar nicht reagiert haben. Und mir ist klar, dass es vielleicht mal eine gewisse Zeit braucht und sich irgendwie sammelt, herausfindet, was ist und seine eigenen Untersuchungen macht. Aber halt so, weißt du, so still sein halt, ist halt auch jetzt keine vertrauensbildende Maßnahme. Na. Man wird sehen, wir werden das weiter beobachten. Wenn ihr dazu wenn ihr Erfahrungsberichte irgendwie mit Spring Energy habt und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht den Braten schon gerochen habt oder irgendwie eine Meinung habt, lasst es uns wissen, diskutiert es mit uns auf Instagram oder werdet Patreone und oder Steadianer und kommt so von Diskussion, da könnt ihr mit uns darüber diskutieren. Ja, weil auf Discord sind wir durchaus kurzfristig normalerweise zugegen. Und diskussionsfreudig. Über was es keine Diskussion geben muss, ist die neuesten UTMB-News, die jetzt herausgekommen sind. Wir sind ja durchaus auch bekannt dafür, den UTMB etwas kritisch zu sehen, aber Lob, wo Lob angebracht ist, und zwar hat UTMB jetzt verkündet, dass die Preisgelder für Elite Trailrunner angepasst wird oder gehoben wird, also verbessert wird. Ja. Und dass quasi Männer und Frauen gleich viel Preisgeld bekommen. Und zwar erhält man jetzt, der UTMB-Sieger beim quasi den UTMB-Finals, kriegt der erste 20.000 Euro, was jetzt ein schöner Batzen Geld ist. Damit man sich das vorstellen kann, der zweite 12.000, dritte 8.000, 6, 4, 3, 2 und dann der achte, neunte und zehnte kriegt 1,5. Beim CCC kriegt der Sieger 13, da geht es auch so staffelweise runter. Und bei den Majors sind es dementsprechend weniger, da kriegt man für die 100 Meilen, für die 100 Meilen und 100k und 50k kriegt man jeweils 5.000 Euro Preisgeld, zweite 3.000, dritte 2.000, 1.250 für den vierten und der fünfte ist der letzte dann preisgegeben mit 1.000 Euro. Was durchaus ein Investment ist, viel Geld ist, wenn man sich überlegt, gerade bei den Majors, wie viele es gibt. Und wie viele Rennen es gibt. Also ist schon durchaus
lobenswert und ist, glaube ich, ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich finde, man kann schon diskutieren, ob es nicht noch ein bisschen zu wenig ist in dem Sinne, weil das halt auch als Profisportler sind, davon leben müssen. Und wenn es jetzt für ein Major, die teilweise auch sehr kompetitiv sind, jetzt unter Anführungszeichen nur 5.000 Euro, da hast du vielleicht gerade einmal deine Reisekosten und irgendwie die Dings abgedeckt, aber so, dass du jetzt sagst, du kannst von den Preisgeldern leben, da bist du noch nicht, aber es ist einmal ein Schritt und vor allem, dass das Männchen und Weibchen gleich viel bekommen ist super und da gibt es von uns auch wieder zwei laufende Decken, Daumen nach oben. Ja, was du jetzt, weiß nicht, ob du das erwähnt hast, ich erwähne es aber auf jeden Fall nochmal. Männer und Frauen gleich. Habe ich ungefähr dreimal erwähnt. Gut, dann habe ich es jetzt auch nochmal erwähnt. einfach nur, damit das, weil es gehört. Alles andere wäre einfach Mist, wird aber immer noch bei diversen Rennen genauso gemacht. Und für alle, die jetzt nicht mitgekriegt haben, quasi was die Majors sind, also nicht jeder UTMB-Lauf ist ein Major, sondern das sind die wo es doppelt Punkte gibt, nämlich Val d'Aran, dann Thailand und Kodiak Ultramarathons bei UTMB in 25, das sind die Majors, also das sind eine Handvoll quasi, sind dann die einfach nur herausgehoben sind aus der restlichen Serie. Also über kurz oder lang kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann auch für alle irgendwann einmal, also für alle UTMB-Rennen Top 3 zumindest Preisgeld gibt. Und dann wird das Ganze für Profis natürlich noch interessanter. Richtig, ja. Richtig. Was auch leider passiert ist, was alles andere sehr freundlich ist und erfreulich ist, und zwar ist bei einem Rennen in Frankreich beim Ultra Trail de Haut Chiffre, beim UTHG, am 15. Juni ein Läufer. Schau, das hat sogar mir weh da. Ja. Versuch's besser. Haut Chiffre wahrscheinlich, aber weil man schreibt es ja gleich wie die Haute Route, aber weißt du, auch mein Französisch ist nicht mal schulgeeignet. Definitiv. Außer auf die Schule ist in Thailand. Dort kennen sie vielleicht gleich schlecht Französisch, das weiß ich aber nicht. Ja. Das ist wirklich. Aber auf egal, wie du das Rennen hast, das Ereignis ist einfach tragisch. Ja. Dort ist ein Läufer gestorben und drei sind verletzt worden. Und zwar ist das irgendwie in der Nacht passiert. Um halb fünf in der Früh sind ein steiles Stück hinauf und das Wetter ist irgendwie hat sich verschlechtert und sie sind dort irgendwie halt man weiß nicht genau, also der Läufer, der gestorben ist, anscheinend Cardiac Arrest, also was sagt man, der Herzprobleme, mhm. Also Herzkreislauf, Herzkasperl. Ja, und ich habe deswegen auch dran denken, also einerseits ist es furchtbar tragisch und das sind so Dinge, die man eigentlich aus Veranstaltung nicht hören will. Und andererseits hat es mich auch an deine und Jordis Diskussion erinnert, wie man quasi auch als Läufer selbst oder auch als Veranstalter verantwortungsvoll mit dem Ganzen umgeht. Und in dem Fall jetzt bei dem Herzkasperl, da kann man jetzt als Veranstalter nichts machen, weil man kann jetzt nicht in die Läufer reinschauen. Ich meine, teilweise, wenn man heute beim Läufer redet, die wollen zum Beispiel ein Gutachten haben, ein medizinisches, dass du quasi fit genug bist. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob die in diesem Gutachten, das ich damals gemacht habe, ich wurde schon angeschaut und das ist nicht so, dass man dort einfach unterschreibt, aber so, dass sie jetzt einen wirklich Herzprobleme, das würde ich mir nicht zumuten, dass das da erkannt worden wäre bei der Untersuchung. Aber weil es ja auch mit dem schlechten Wetter war, da sieht man halt wieder, dass man befindet sich auf einem Berg und man ist dort einfach in seriösem Terrain und das ist einfach, da ist nicht zu spaßen. Und mir ist noch immer, und
ich habe gedanklich mit euch mitdiskutiert, wie ich die Folge damals gehört habe. Mir ist noch immer wichtig, der Veranstalter ist ein bisschen zu vorsichtig, bricht ab und im Nachhinein sagen es alle, das war, warum hat er das gemacht? Das wäre jetzt eh schlecht worden, als es passiert irgendwas. Und das, mein ganzer Ehrgeiz in Ehren, aber es ist es nicht wert, dass sich da irgendwer irgendwie schwer verletzt oder sogar noch Schlimmeres passiert. Deswegen, unser Beileid geht natürlich raus an die Läufer und an die Familie und alle, die da irgendwie dem nahestehen. Und sowas ist einfach tragisch und das ist irgendwie, das lässt einem sprachlos zurück. Naja, das Problem ist, zur Ergänzung zu dem Ganzen, ich hab dann auch mit Menschen, die Französisch können, geredet, zu dem Ganzen, dass ich dann das Statement angehört habe und die haben gesagt, das war im Endeffekt unverantwortlich zu starten, dieses Rennen, weil wir haben es ja eben in der Folge davor leider eben diskutiert, eben genau das, wo du es gesagt hast, mit Jordi gemeinsam, und sie haben beim Start schon gesagt, sie wissen, dass das Wetter grenzwertig ist, dass es wirklich ekelhaft ist und grauslich wird und so weiter und so fort, und das ist halt blöd, weil wenn der eine schon an einem Herzkasperl stirbt, ist okay, also an einem Herzstillstand, warum auch immer, aber es sind halt diverseste Menschen, also zumindest drei andere noch mit schweren Traumata nachher eingeliefert worden. Viele andere Stürze waren halt bei dem ganzen Rennen. Es war halt so schlecht von den Wetterbedingungen, dass es quasi, es war nicht laufbar, es sind die Rettungskräfte nicht aufgekommen. Es haben nur ein Teil dann wieder diese Notfalls-SMS gekriegt, quasi mit das Rennen ist abgebrochen. Und eine hat eben geschrieben, Ehefrau von einem Teilnehmer zum Beispiel, dass ihr Mann mit 20 anderen Teilnehmern stundenlang irgendwo oben gesessen ist, nicht aussteigen hat können, weil die Wege einfach nicht mehr befahren werden haben können. Und dann haben sie müssen halt irgendwie unter richtig schlimmen Bedingungen schauen müssen, dass sie da irgendwie runterklettern können. Und das ist halt was, da nehme ich den Veranstalter mehr in die Pflicht als die Läufer. Weil die Läufer sind dafür verantwortlich, dass sie nicht dumm sind. Also im Sinne von zu wenig anziehen und so weiter und so fort. Da sind die Läufer voll verantwortlich. Weil wenn der Veranstalter sagt, tut's zu, nehmt bitte den und den und den Scheiß mit und du sparst die quasi oben, weil du bist ja eh der Superhero und der Oberyoshi. Okay, da bist du voll verantwortlich. Aber was der Läufer nicht weiß vorher, was die Läuferinnen vorher nicht wissen, ist, wie ist die Strecken? Weil das ist einfach Job vom Veranstalter, weil wenn ich allein laufen gehe, dann schaue ich, wie die Strecken am Berg ist. Wenn ich einen organisierten Wettkampf habe und jemand gibt das Rennen frei, dann gehe ich davon aus, dass derjenige einen Notfallsplan hat und dass derjenige weiß, wie die Strecken ist. Und dass mich der nicht auf 2.500 Meter aufschickt, wo nicht einmal ein Rettungsfahrzeug mehr aufkommt. Das geht halt einfach nicht. Da ist dann meiner Meinung nach der Veranstalter halt echt voll in der Verantwortung. Ja, das stimmt schon. Also da muss ich recht geben. Und ich habe auch festgestellt, dass wir da, glaube ich, in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, was das betrifft, sehr verwöhnt sind, weil es ist gang und gäbe, dass die Bergrettung irgendwie da ist. Und das ist ja auch schon mein berühmter Saga, ganz oben ist dort, wo die Bergrettung steht. Das ist ja nicht ohne Grund, weil die ist einfach immer da. Und du kannst dir in Österreich oder im deutschsprachigen Raum einfach nicht vorstellen, dass da nicht irgendwer oben ist, der dir irgendwie hilft, wenn irgendwas ist. Und auch wenn wenn perfektes Wetter ist. Und ich habe auch festgestellt, wenn du dann irgendwie so Richtung andere Länder gehst, ohne jetzt irgendwie zu nennen, und ich war ja teilweise auch schon in anderen Ländern, dort ist das halt nicht immer so. Da bist dann teilweise halt auf dich allein gestellt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das generell in Frankreich ist, wie der Usus dort ist, aber wir sind es dann gewohnt, ich finde das richtig auch, und dementsprechend, wie du sagst, mache ich mir ehrlich gesagt nicht Gedanken, weil ich normalerweise davon ausgehe, dass das von Veranstalterseite getan wird, und das ist auch ein Grund, warum ich dafür zahle.
Wenn ich es selber machen will, kann ich es auch machen und dann muss ich mir solche Gedanken machen, wie damals, wie wir das beim UTMB selbst gemacht haben. Da muss auch überlegen müssen, was ist, wenn wir irgendwie dann irgendwo nicht rauskommen oder haben wir die Möglichkeit, wie auch immer. Ja, und was war? Ihr habt den Start verschoben. Wie wir dort waren, haben wir einfach den Start vorverlegt. Warum? Weil es geheißen hat, hey, wenn es Originalzeitstart ist am Abend, dann könnte es sein, dass es hinten raus noch ein schwere Gewitter gibt, und zwar am Berg oben. Das können wir nicht riskieren. Wenn du das selber machst, dann kümmerst du dich selber. Wenn ein Veranstalter da ist, der für die Sicherheit quasi verantwortlich ist, oder die Sicherheit am Trail, naja gut, dann machst du das so. Wie gesagt, heißt nicht, dass es ein All-Inclusive-Paket ist. Du musst deinen Teil schon auch leisten, aber die Strecke gehört dem Veranstalter. Finde ich, also natürlich machst du dir schon Gedanken und du schaust ein bisschen, wie das Wetter ist. Aber das ist dann quasi, das, also ich, ja, da bin ich voll bei dir. Ich erwarte da schon, dass dann der Veranstalter, wenn er dann im Statement abgibt, es war schon grenzwertig, dann. Das ist es. Das war auch beim Tut, kann ich mich erinnern, schon mal so, dass sie dann gekürzt haben und dann war das Wetter im Endeffekt, da war es super Wetter und der Regen ist irgendwie überhaupt nicht gekommen und haben sie einen irrsinnig viel Kritik dafür einstecken müssen. Und ich habe mir damals gedacht, wozu? Ist euch lieber, sie ziehen es durch, haben und das passiert irgendwas, mir ist lieber. Es ist dann auch nur Laufen. Es ist sicher wichtig und es ist sicher toll und alles, aber es ist halt dann auch nur Laufen. Das interessiert im Endeffekt, bis also dich und deine 5 Facebook-Freunde dann auch nicht mehr so wirklich irgendwen, ob du jetzt... die Mama vielleicht noch. Ob du jetzt 60 oder 80 Kilometer laufst, was das kürzen oder vielleicht halt auch gar nichts laufst, ist alles ärgerlich und ich bin mir schon klar, dass man viel Zeit reinsteckt. Ich will das auch gar nicht kleinreden, aber es hat auch noch Hobby und für die meisten von uns. Und die Welt geht nicht unter, wenn man den Einlauf nicht macht, weil das Wetter blöd ist. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, das ist leider passiert. Und jetzt geht es im Sommer. Normalerweise ist Gewitterzeit noch auch noch Juli, August. Das heißt, wenn ihr jetzt da unterwegs seid am Berg, seid vorsichtig. Und schaut euch die Rennen gut an, wie es ist. Und im Zweifelsfall, ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das nicht eine ganz schlechte Idee ist, wettertechnisch, kann man auch darüber nachdenken, ob es das Startgeld wert ist. Und wenn ihr euch jetzt auf Rennen vorbereitet und vielleicht ein bisschen zu wenig trainiert habt und euch denkt, wie könnte ich mir trotzdem noch einen Vorteil verschaffen, der vielleicht haarscharf an der Legalität vorbeigeht, dann sei euch unsere nächsten 2 Folgen empfohlen. Da werden wir nämlich klären, was Doping ist, wie man dopt. Und das Thema quasi aufrollen, ein bisschen im geschichtlichen Kontext sehen und uns dann im zweiten Teil über Doping im Trailrunning widmen. 2 sehr, sehr unterhaltsame Folgen. Ja. Mit einem NADA-Referenten, mit Florian Hoppel gemeinsam. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Dafür abonniert uns, folgt uns und zieht euch das rein. Das war wirklich sehr toll und sehr angenehm, sehr aufschlussreich. Es sind 2 Stunden voll geworden, die geballt sind mit Doping-Informationen und Wissen. Ja. Hört euch an. Tolle Sache. Ist wirklich, wirklich jetzt schon empfehlenswert, obwohl nur wir sie kennen bis jetzt da, aber wir haben sie sehr genossen und wir hoffen, ihr genießt sie auch, damit ihr noch auch wisst, wie das Ganze sich in den letzten 100 Jahren entwickelt hat, wo wir jetzt stehen und wie wir Doping aus dem Trailrunning draußen halten können, bestenfalls. So ist das. Wie wir den Peter aus dem Laufen raushalten können, erzählen wir euch dann in der nächsten gemeinsamen Folge, wie wir es weiter schaffen, dass er nicht läuft. Bis dahin, bleibt uns gewogen und Servus. Bis dann, auf Wiederschauen.